So Leute, willkommen zurück bei Wolfbite LP mit dem Pokémon Trading Card Game. Ich habe eben gerade gegen den lieben Zocker gespielt. Tut mir leid, dass ich dich so fertig gemacht habe, aber ich muss sagen, ich habe nicht so viel Zeit gerade, weil ich ja derzeit mitten im Lernen stecke. Und ich möchte nochmal an alle aufrufen, wenn ihr kommentiert, kommentiert bitte unter das richtige Projekt. Also, wenn ihr gegen mich spielen wollt, kommentiert das bitte unter ein TCG-Video. Egal unter welches, wenn dieses Kommentar neu ist, dann sehe ich das. Ich habe da so eine Liste, da sehe ich genau, wenn jemand kommentiert. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr immer unter das aktuelle Video kommentieren müsst. Nein, egal, ihr könnt unter das erste TCG-Video was kommentieren. Ich sehe das sofort, wenn ich die Zeit dazu habe. Wenn nicht, dann sehe ich es nicht sofort. Aber euer Kommentar, egal unter welches Video ihr schreibt und wenn es unter ein Infovideo ist, ich sehe es immer aktuell. Also ihr müsst keine Angst haben, dass ich das erst in 3 Jahren oder gar nicht entdecke, wenn ihr das unter ein uraltes Video schreibt, das schon ein Jahr her ist. Nee, müsst ihr nicht. So, ich wollte aber heute euch eigentlich Booster zeigen, weil ihr seht, ich habe hier 5 gewonnen. Noch 8 Kämpfe, dann habe ich die Ladder geschafft. Yays. Ja, Themen habe ich mir heute so ein paar rausgelegt, so ein paar kleinere und ja, Rest gucken wir einfach mal, wie es läuft. Will ich das Ding haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das haben will. Auf der einen Seite habe ich die Kohle, auf der anderen Seite, ach komm, was soll's. Es lohnt sich meistens nicht, sich sowas zu kaufen, aber ihr wollt das ja sehen, oder? Wollt ihr? Weiß ich nicht. Was? Angebot zurzeit nicht möglich. Schön. Galamanero. Umkehrung. Wenn dieses Pokémon ein aktives Pokémon ist, wird das Ergebnis jedes Mal als Zahl gewertet, wenn dein Gegner ein... Cool. Das finde ich richtig cool. Macht zwar wenig Schaden für so viel Energie, aber sein Effekt ist cool. Naja, ansonsten gibt es ja auch nicht viel, hätte ich mir bloß Einzelbooster kaufen können und so geht's auch. Habe ich die Kohle jetzt immer noch? Spiel geöffnet. Sammlung. Ich möchte mal gucken, habe ich die... Also das Geld wird mir nur angezeigt. Kann sein, dass mir das noch nachträglich aberkannt wird. Ich will's hoffen. Also, liebe Spieleentwickler, ne? Erkennt mir das bitte ab, bevor ihr nachher meint, ich schummel. So. Ja, sind ja ganz nette Karten. Also hier so ein Dedenne, kennt man ja, hat man schon öfter gesehen. Und ein Evoltech. Noch mehr, nein, noch mehr brauchen wir nicht, weil wir haben ja noch mehr Booster allein bei uns in der Sammlung. Mal gucken, was drin steckt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und ja, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wen haben wir sonst noch? Ja, nee, also das Booster hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber was erwartet man? Das habe ich von der Daily gekriegt. In der Daily. Da ist selten was Gutes drin. Aber hier vielleicht. Die habe ich ja jetzt von der Ladder gewonnen. Bei der Ladder kann man richtig cool Zeug farmen. So, aber so tolles Zeug ist da bis jetzt gar nicht drin. Ja, ein Schwalboss mit Plus. Plus ist immer gut. Also Delta Plus. Oh Gott, Delta, Omega, Sigma. Habe ich jetzt derzeit bei meinen Übungen für formale Grundlagen der Informatik so viel. Ich drehe durch. Klar, klar, dieses Geisterbund. Und ein Mega Rayquaza EX. Yay, jetzt brauche ich noch einen Mega Rayquaza. Aber das EX habe ich schon mal. Und den Geisterbund. Vielleicht ist das ja jetzt... Nee, das ist ein Fuzzersnob mit Delta-Entwicklung. Machen wir noch eins auf. Ihr seht, wenn ihr genug Booster sammelt, können da sogar EX-Pokémon drin sein. Ein Pudox mit Delta Plus. Diese Delta Plus-Pokémon, die sind übermächtig, finde ich. Die sind echt übel. Weil wenn die ein Pokémon besiegen, dann ist vorbei. Noch ein Kindwurm. Und ein Megalatios X, das habe ich schon. Soll ich kann es leider nicht tauschen, sonst würde ich es euch zum Tausch anbieten. Weil ihr seht hier unten 0 von den Tauschbaren und 2 von den Nicht-Tauschbaren. Das ist sehr, sehr schade. Weil ich würde euch das gerne tauschen. Nach Möglichkeit. So, was haben wir denn sonst noch? Vielleicht ist hier ja Kavaldros Geisterbund. Cool. Ein Porygon Z. Porygons, mit denen habe ich es nicht so. Habe ich erst den Pokémon Rubin erwähnt. Verblasstes Dorf. Und ein Metagross mit
Was hatte ich gesagt, was das ist? Theta? Ich sage jetzt einfach mal Theta Gabbel. Double. Ich gabbel. Oh Gott, reden. Und also zwei Ausrüstungskarten angelegt. Ist das Full Art? Das ist Full Art, ne? Es hat Trommelfeuer, Stampfer und Schutzdruck. Ja, es ist nicht schlecht. Können ja meine Abonnenten wieder sein, das ist total schlecht. Nein, ich denke, ihr stimmt mir zu. Ich find's cool. Aber man braucht halt die Vorentwicklung. Oh, das Trassler, finde ich, sieht richtig cool aus. Ja, das sieht schön aus. Wurmball, ein Rotom. Ist auch nicht so toll. Flordelis, warum ist der neu? Warum ist dieser Flordelis neu? Das kann mir bestimmt einer von euch beantworten. Ja, ich mache den Trommelwirbel schon weg. Ich weiß, er geht euch auf den Keks. Du bist auch nicht toll. So, ja gut, ich habe noch das Booster, das keiner braucht und keiner will. Aber vielleicht ist ja ein Ex-Pokémon drin, das wäre schön. Und ich habe Skype nicht ausgemacht, ich bin doch ein Depp. So Leute, jetzt ist der größte Teil des Partys schon wieder rum. Und wir haben bloß ein paar Booster geöffnet. Ah! Es tut mir leid. Da knurrt der Wolf ein wenig. Aber ich muss Skype anlassen, weil ich muss das sehen, wenn eine wichtige Nachricht kommt, weil ich heute noch weg muss wahrscheinlich. Und da muss ich bereit sein. Weil es ist relativ kurzfristig dann, ob ich weg muss oder nicht. Und ich muss heute noch so viel lernen. Ich hasse lernen, aber es muss sein. Am 28. bitte alle die Daumen drücken. Ja, was habe ich denn sonst noch vorbereitet für Themen? Ja, ein Thema, was ich vorbereitet habe, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, betrifft mal wieder vegetarisch, ja. Ich habe es ja öfter mal mit den Vegetariern, dadurch, dass meine Freundin vegetarisch ist. Und wir haben in der Stadt, wo mein Vater wohnt, immer so einmal im Jahr so einen kleinen Markt. Und auf diesem Markt gibt es halt allerhand Zeug und da war halt ein Stand mit veganen Wraps, so ein türkischer Stand und wir sind da halt vorbeigelaufen und wir hatten Hunger und ja, wir wussten nicht so recht, was wir essen sollen, haben da so hingeguckt, aber wir waren uns nicht sicher und dieser Typ von dem Stand hat es gemerkt und hat uns erstmal rangeholt. Ich muss dazu sagen, an sich, ich habe ja nichts dagegen, Neues zu probieren, aber da war so eine braune Paste in den Wrap drin. Und ja, bei braunen Pasten bin ich da immer so ein bisschen... schmeckt das. Und ja, er, wie gesagt, uns rangeholt, uns eine Probe gegeben. Und Leute, das Zeug hat geil geschmeckt. Heißt Komagene. Ja, wie Koma und Gene. Und schmeckt gut. Also wenn ihr mal an so einem Stand seid, den gibt es leider bei mir in der Nähe nicht... Merkwürdigerweise, warum der bei uns Werbung macht und dann der Stand nicht bei uns in der Nähe ist, das versteht auch keine Sau. Aber gut, da könnt ihr nämlich, also das Zeug schmeckt richtig gut, so mit bisschen Chili, aber nicht zu scharf. Wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert's mal. Ja, und ansonsten, ich wurde wieder für meine Stimme gelobt, aber das passiert mir ja öfter mal, ich weiß immer noch nicht warum. Ich habe nicht so richtig ein Thema heute, ne? Ich habe gedacht, mit der Geschichte könnte ich euch fangen, aber es ist ja jetzt auch schon wieder vorbei. Die war ja ganz kurz. Und unser Gegner hat so ein Deck, das so ewig lange braucht. Sowas mag ich nicht, wenn meine Gegner zu lange brauchen. Das geht mir immer auf den Keks. Das hier... Ja... Ich weiß, ich rede gerade nicht in vollständigen Sätzen. Es tut mir leid, meine Kommentierleistung darf auch mal bei mir unter aller Sau sein. Ja, ansonsten, es gibt halt derzeit nicht so viel zu erzählen, weil ich nicht zu so viel komme. Ihr müsst es mal meine Wohnung sehen. Also die sieht aus wie Sau. Gebe ich auch zu, vor allen Dingen muss ich eh aufräumen, weil ich muss ja umziehen dann. Sobald meine Wohnung bereit ist. Ja, aber zu dem Chaos kann ich noch mal was sagen, weil es gibt ja Leute,
Man muss dazu sagen, ja, der Wahnsinn lebt in uns allen. Wirklich wahr. Und es gibt zwei unterschiedliche Arten von Wahnsinn, die mit Ordnung zu tun haben. Und ich weiß nicht, was davon ihr seid. Ihr könnt mir das ja mal sagen, falls ihr zu einem davon gehört. Warum kann der mir Schaden machen? Warum macht er mir Schaden? Der ist doch ein EX-Pokémon. Immun gegen Effekte von Attacken, ja? Das hätte ich auch gern, dass er immun gegen Effekte von Attacken ist, aber warum ist das nicht? Hä? Bin ich gerade blöd oder? Wie hat er den Effekt ausgeschaltet? Ich frag den jetzt einfach mal. Ihr wisst es wahrscheinlich. Moment. Das eine Pokémon hat doch eine Aus. Das ist nur mehr. Ich blicke gerade nicht so recht durch diese Sache hindurch. Und es macht mir Angst. Obwohl, ich nehme Feuerenergie. So. Nee, Leerzeichen vergessen. Wie hat er das geschafft? Nee, klar. Der Schaden dieses Angriffs wird durch Effekte auf dem aktiven Pokémon deines Gegners nicht verändert. Wenn der Wolf nicht so blöd war. Ja, wenn der Wolf mal nicht so blöd wäre, würde es ihm sehr, sehr helfen. Ist er aber, dummerweise. Zerfetzer. Böser Angriff, sehr, sehr böser Angriff. Das heißt, er umgeht uns unser Amulett und unseren Effekt. Oh, geil. Und jetzt bringt er es um. Oh, kacke, ist das viel übel. Er darf zwar nur eine Karte nehmen, was für unsere Verhältnisse ja wenig ist, aber es macht es nicht gerade leicht. Aber dass er so viele Drachen spielt, finde ich natürlich ausgezeichnet. Ach so, ja, ich hab wieder einen Faden verloren. Ja, zwei Arten von Wahnsinn, die mit Unordnung zu tun haben. Ich schließe mich da nicht aus, nein. Oder mit Ordnung, nicht mit Unordnung. Ja, es gibt nämlich die Menschen, sobald, ich sag mal, der Kopf mit Wahnsinn, also sobald das Chaos im Kopf zu stark ist, fangen diese Leute an, alles aufzuräumen. Das wird dann zum Ordnungszwang in extremer Form. Einfach bloß, weil die Menschen das Gefühl haben, sie haben praktisch das, was in ihrem Kopf ist, nicht mehr unter Kontrolle und fangen dann an aufzuräumen. Weil das gibt ihnen, wenn sie da zumindest den Teil, den sie sehen können, das gibt ihnen das Gefühl, dass sie irgendwas unter Kontrolle haben. Deswegen können solche Leute dann Unordnung nicht ausstehen. So Leute gibt es. Ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre zu den Leuten mit der zweiten Art. Wenn das Chaos im Kopf wird größer und größer. Das ist einfach so. Gerade bei mir jetzt während der Klausurzeit, wenn ich hier gucken muss, Let's Plays, lernen für die Uni, dann noch Freunde, Freundin, dann vielleicht noch Stress mit meiner Freundin, habt ihr ja mitgekriegt mit der eintägigen Trennung. Ja, zum Glück hat sich da alles nochmal geklärt, dann im Nachhinein. Und, ja, wenn das Chaos dann irgendwann den Punkt erreicht hat, dass es größer ist als der Kopf. Also wenn das Chaos die Grenzen des physischen... Warum mache ich weniger Schaden? Hat das viel... Ach so, nee. Hä? Ach so, hier, Natur. Deswegen. Ja, wenn es die Grenzen sprengt, also wenn das Chaos zu groß ist, um noch in den Kopf zu passen, dann bildet es sich um einen herum.
Zumindest ist das bei mir so. Deswegen bin ich auch immer chaotisch. Das ist dann immer, wenn ich Stress habe, wenn ich viel zu tun habe, dann brauche ich das, weil dann kann ich nicht aufräumen. Das Problem ist bloß, wenn ich aufhöre, also wenn das Chaos aufhört, dann wird es nicht unbedingt besser, weil ich zu faul bin aufzuräumen. Ja, das ist die andere Seite dieses zweischneidigen Schwertes. Und letztlich hängt es wie das Damoklesschwert dann wieder über mir. Aber was soll's. Könnte man ändern, muss man aber nicht. So, wenn ich jetzt über Rennen mache. Kann ich irgendeins von den Viechern dann hart genug treffen, um es zu töten? Nö, kann ich nicht, aber ich kann das Mega-Rayquaza zumindest schwächen. Nein, kann ich nicht, weil seine Natur sogar bei solchen Attacken wirkt. Ja. Also könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr auch einer dieser Typen seid. Entweder das Chaos im Kopf oder und die Ordnung um euch rum oder Chaos überall. So wie ich. Ich bin ein Chaos-Mensch. Wenn man mich als Mensch bezeichnen möchte. Ich bin ein Chaos-Wolf. Ich habe sehr viel Chaos. Und jetzt vor dem Umzug muss ich aufräumen. Das stinkt mir jetzt schon, dass ich aufräumen muss. Ich möchte nicht. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Leider. Wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich faul in der Ecke liegen. Aber ihr dürft euch freuen. Direkt nach meiner letzten Prüfung fahre ich zu Zero. Also nicht direkt, sondern direkt, sobald er von der Arbeit zurück ist. Und dann wird One Piece aufgenommen, das neue Pirate Warriors 3. 1 und 2 konnte ich ja nicht spielen, da ich keine PS3 besitze. Aber zumindest das dritte werde ich dann über Steam spielen können und Zero wird mich dabei begleiten. Das wird schön. Ich werde versuchen viel zu zeigen, aber ich werde auch viel Spaß mit einbringen. Und mit Zero, ihr mögt doch Zero, oder? Also mal ganz im Ernst, die Videos mit Zero, die sind eh immer gut besucht. Trotz Zero Niveau. Wenn das nicht immer so lang dauern würde, ne? Ich bin froh, wenn er mich besiegt hat. Einfach bloß, weil dann das Spiel vorbei ist. Und dann muss ich hier mal zusehen. So, machen wir das noch. Ich meine, jetzt wird es eh vorbei sein. Ja, muss zusehen, dass ich lerne, damit ich die letzten Prüfungen noch schaffe, weil das sind zwei an einem Tag, ich sag's euch. Hölle. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es beginnt um 9 Uhr bis 10.30 Uhr die erste und dann von 11 bis 12.30 Uhr die zweite. Und dann habe ich zwei Prüfungen hintereinander weg und dann bin ich tot und dann will ich aufnehmen mit Zero und mich freuen und ich hoffe, ihr freut euch mit mir, denn der Part ist vorbei. Ihr lasst mir in den Kommentaren da einen Daumen nach oben. Wir hoffen, dass wir die Leiter in den restlichen 9 Tagen schaffen. Also es ist mehr als ein Kampf gewonnen, weniger als ein Kampf gewonnen pro Tag. Also das sollten wir hinkriegen. Gut, Leute, dann wie gesagt, Daumen hoch da lassen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Trading Card Game. Bis dann, euer Wolf.